Der DRK Blutspendedienst der Landesverbände des Deutschen Roten Kreuz Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Oldenburg und Bremen liefert Arzneimittel aus menschlichem Blut und erbringt transfusionsbezogene Labordienstleistungen. Rund 270 Krankenhäuser und diverse Arztpraxen werden werktäglich mit 40 Kleintransportern versorgt. Zugleich sind rund 50 Lkw und Entnahmeteams im Einsatz, mit denen das Deutsche Rote Kreuz mobile Blutspendeaktionen durchführt. Entlang der gesamten Lieferkette dürfen laut GDP-Richtlinien bestimmte Temperaturen nicht überschritten werden. Sämtliche Transporte finden deshalb mit Kühlfahrzeugen statt, deren Temperatur mit einer Telematiklösung von Masternaut permanent überwacht wird. Wir haben uns für das Masternaut-System entschieden, nachdem wir es mit vielen anderen Systemen im Markt verglichen haben. Wir haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch als pharmazeutisches Unternehmen und haben mit dem Masternaut-System einen großen Leistungsumfang mit vielen Funktionen gefunden, welches kein anderes System in dem Umfang geboten hat. Die von den geeichten Sensoren gemessenen Kältewerte werden auf das Display im Fahrerhaus und per Mobilfunk an den zentralen Server von Masternaut übertragen und grafisch aufbereitet. Von dort stehen sie den speziell dafür berechtigten DRK-Mitarbeitern zur Verfügung. Das Webportal von Masternaut erlaubt verschiedenste Fahrzeug- und zeitbezogene Auswertungen und Ansichten. Falls sich die Temperatur im Frachtraum eines der Fahrzeuge einem kritischen Wert annähert, werden Fahrer und Disponent automatisch gewarnt. Während des gesamten Transportvorgangs dient die integrierte Ortungsfunktion zum Optimieren der Disposition. Das spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern steigert auch den Servicegrad. Denn dank Masternaut ist eine exakte Voraussage der Ankunftszeiten möglich. Ein weiterer großer Vorteil liegt im Fuhrparkcontrolling. Ich kann mit dem Fuhrparkcontrolling, mit dem Econaut-System, alle Ressourcen verwalten. Das heißt, ich kann die Kilometerstände einsehen, Inspektionen abrufen, ein digitales Serviceheft führen und die Verbräuche ermitteln der Fahrzeuge. Darüber hinaus ist es möglich, die Indikatoren der Fahrweise zu analysieren. Das heißt, ich kann ganz effektiv nachsehen, wer sind die Kostentreiber in meinem Fuhrpark. Fazit: Mit der lückenlosen Kühlkettenüberwachung und der optimierten Disposition hat der DRK Blutspendedienst seine Lieferqualität optimiert und auf hohem Niveau gesichert. Und mit Hilfe des Fuhrpark-Controllings macht sich die Lösung schnell bezahlt. Die Amortisation des Masternaut-Systems hat sich sehr schnell ergeben, weil wir alle Mitarbeiter sensibilisiert haben, welche Möglichkeiten das System bietet, in Form von Monitoring, Fahrverhalten zum Beispiel, Verbräuche. Das heißt, wir haben auf der einen Seite sofort Einsparungen im Benzinverbrauch bzw. Dieselverbrauch verbucht, auf der anderen Seite natürlich positive Effekte, was Wartung, Verschleiß von Bremsen zum Beispiel und Ähnlichem betrifft. Kein Wunder, dass sich auch andere Blutspendedienste des DRK für das System interessieren.